Willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Sibasusum. So, wir waren in der letzten Folge, haben wir die Heuballen ins Lager gebracht und uns ist aufgefallen, dass wir noch die Wiese düngen müssen. Was heißt düngen? Wir müssen sie einmal striegeln. Ah, dann nehmen wir doch nicht den ganz großen, der hat glaube ich ein bisschen zu viel Power. Dann nehmen wir unseren kleinen. Den auch nicht. Wir nehmen den einen kleinen Traktor, der hier drin ist. Genau, und ich habe ganz vergessen, ich habe probiert, das reinzukippen. Ich hatte aber davor nicht gespeichert, also konnte ich es nicht haben. Also das, die Halle ist dicht, das ist sehr schön. Da können wir hier, den Hänger können wir eigentlich drin lassen. Er startet und dann können wir uns mal schnell den Striegel holen fahren. Dann fahren wir schnell uns den Striegel holen. Haben wir letztes Mal uns hier reingequält. Hätte ich das vorher gewusst, dass wir den brauchen. Habe ich gar nicht reingedacht. So, zack. Wow, eigentlich müsste der das ja schaffen. Ohne Probleme. Kommen wir raus. Was ist denn jetzt los? Jetzt, jetzt hängen wir da fest, ne? Oh Mann. Wir stellen auch nächstes Mal woanders hin. Zack. Einschlagen. Jetzt kommen wir raus, genau. So, dann werden wir jetzt mal noch erstmal die Wiese striegeln fahren und dann würde ich sagen, dann kaufen wir uns ein paar neue Gerätschaften ein. Ein Drescher brauchen wir. Da habe ich einen schönen Klaas rausgefunden. Ich habe zwar mehrere, aber bei den einen Klaas, ich habe kein Mähwerk für Mais. Das ist doof. Und da wir Mais angepflanzt haben, brauche ich auch einen, wo wir Mais mit ernten können. Also habe ich einen anderen mit einem anderen Schneidwerk. Ich habe zwar die anderen Mähdrescher auch getestet mit dem Schneidwerk, aber die fahren die nicht runter. Das ist das Komische, verstehe ich nicht. Die fahren sie ein Stückchen runter und dann hängen sie immer noch 2 Meter in der Luft. Das ist echt doof. Deswegen werden wir uns den Einglas kaufen, das werden wir gleich mal. Und dann habe ich noch eine schöne Mulde mal wieder mit reingenommen. Dachte ich mir, für Saatgutproduktion, wenn wir das Saatgut direkt reinpacken und dann kommen dann immer die Big Packs, dann haben wir da unsere Mulde stehen, da schmeißen wir unsere, wie heißt das hier, unsere Saatgutbeutel gleich rein. Und wenn die voll ist, dann brauchen wir einfach nur zum Feld fahren, abkippen in unsere Sämaschine und dann geht das schon. So, Feld 40, das müsste doch gleich hier irgendwo sein. Das hier nicht. Ich glaube, nach der Kurve war das, ne? Genau, hier ist Feld 40. Und ich wollte auch noch sagen, glaube ich, das ist der letzte Einsatz unseres Stries. Ich habe mal einen schönen Mod reingenommen. Mit Walzen. Da muss ich sowieso mal gucken. Wir müssen ja sowieso noch mal gucken, wie viel Wiese wir nehmen. Oder ob wir den Striegel doch behalten und mal eine Walze dazu nehmen. Das weiß ich noch nicht so. Das müssen wir mal sehen. Mal gucken, zählt das? Ja, es zählt. Sehr schön. Also fahren wir mal unsere Runde hier. Das können wir, glaube ich, schnell mal von Hand machen. Mit 11 km/h ist das okay. Ich glaube, wir hätten einen stärkeren nehmen sollen, aber ist okay. Brauchen wir noch Licht? Nee. Hell genug. Fahren wir einmal eine Außenrunde. Ein Vorgewinde und dann können wir mittig ein bisschen fahren. Ist ja nur, dass hier ein bisschen was wenigstens gemacht wurde auf der Wiese. Wo gar nichts gemacht wurde. So, einmal hier um die Ecke. Ich muss sagen, dafür, dass das immer gut, dass wir auf dem Feld Gras gemacht haben, weil die anderen Sachen, die wären hierfür. Was ist, hier hätten wir zwar auch was anpflanzen können, hier wäre bestimmt auch so ein bisschen was runtergekommen, aber schöne Wiese haben wir hier. Dann brauchen wir vielleicht keine Wiese mehr. Das müssen wir mal gucken. So, das ist. Okay, das sieht man auch. Mal gucken. Ah, den Unterschied sieht man leicht. Ihr seht es hinter an unseren Striegel, wird die Erde dunkler. Da reißen wir gerade das ganze Unkraut raus, lüften müssen die Grasnaht, dass das Gras kräftiger wachsen kann. So, kurz zurück. Und hier lang. Da brauchen wir auch gar nicht so oft. Der hat, glaube ich, 9 Meter Arbeitsbreite, ne? Da brauchen wir nicht oft hoch und runterfahren. Wir machen erstmal ein Vorgewende. So.
erstmal die Geraden hier gleich. Das ist okay. Und ich habe gestern eine Doku gesehen, auch über Heu. Der größte, nicht der größte, aber der größte Heubauer in Lüneburger Heide, glaube ich. Der hat echt eine riesige Heutrocknungsanlage. Der beliefert den Hamburger Zoo, glaube ich, Hamburger oder Köln. Nee, Hamburger Zoo, glaube ich, war das. Auch mit extra Elefantenheu. Da seht ihr wie an der Seite hier das Schilf. Das häckselt der mit, also das mäht der mit. Und das wird auch getrocknet. Das ist Elefantenheu. Das wusste ich gar nicht. So, dann haben wir hier rum. Sag ich doch, hier ist nicht viel. Müssen wir vielleicht nur noch einmal dann runterfahren. Dann haben wir die Mitte erledigt. Das ist sehr schön. So. Einmal rum. Dann machen wir das Stück hier. Dann fahren wir mal rückwärts kurz. Und anheben. Schafft er den überhaupt anzuheben? Ja. Dann senken. Ja, so ein bisschen kann in der Mitte ruhig stehen bleiben. Das ist nicht so schlimm. Wenn wir jetzt hier einmal runterfahren, dann haben wir diese Ecke schon. Dann werden wir uns hier ranhalten, dann brauchen wir eigentlich nur fast hoch und runter fahren. Dann haben wir das auch. So, hoch. So, wo haben wir denn hier unsere Naht? Da. Und jetzt werden wir einfach so querfeld ein. Wir machen das mal ohne GPS. Wir sehen es ja so. Grob. Wo gestriegelt ist und wo nicht. Guck mal, sieht man das? Man sieht so ganz leicht, wie er das Unkraut rausschmeißt. Ja, wir müssen ein bisschen rüber. Und dann werden wir gleich mal ein paar Maschinen kaufen. Vielleicht noch ein Feld. Ich werde sehen. Auf jeden Fall holen wir uns einen kleinen LKW. Da habe ich Lust drauf. Und das Gute ist, den habe ich auch schon in meinem Projekt, was ich selber gespielt habe, Klingenbach auch benutzt. Den kann man umbauen. Ein Manns-LKW müsste heißen, ist auch nicht so teuer. Entweder machen wir ihn mit der Mulde drauf oder mit, dass wir einen Sattelzug ziehen können. Das ist sehr gut. Dann könnten wir natürlich auch, weil wir wollen ja mit vielen Tieren arbeiten, uns noch einen zusätzlichen Tiertransporter holen, wo wir gleich mal mehrere Tiere holen können. Aber das dauert noch ein bisschen. Unser kleiner Tierhänger, den behalten wir erstmal für den Hof, wenn wir da von A nach B die Tiere fahren. So, das Stückchen noch. Dann können wir den mal kurz anheben, dann können wir ein bisschen schneller fahren. So, und drehen und dann müsste hier nur noch ein Stückchen sein, so senken. Müssen wir hier nur mal hoch und runter fahren und dann haben wir das auch schon erledigt. Dann ist die auch voll gedüngt, das Feld. Ich habe auch noch mal ein paar Sachen für Gülle. Wenn wir dann bald in die Tiere reinschauen, dann werden wir bestimmt einen Haufen Gülle kriegen, dass wir nicht mehr so viel selber, so viel Dünger kaufen müssen oder herstellen. Dann machen wir das selber damit. So, dann werden wir einmal hier rum. So. Ja, ein bisschen bleibt über, das ist nicht so schlimm. Aber das Feld ist eigentlich relativ gut gedüngt dann. Unkraut ist weg, haben wir ja auch erst gesehen. So viel Unkraut kann hier noch gar nicht sein. Erste Wachstumsstufe oder zwei. Erste müsste das sein. So. Sehr gut. Dann können wir ihn heben. Ihn zusammenklappen. Dann können wir ihn direkt wieder nach Hause bringen. Können wir mal in Ansicht fahren. Bringen wir ihn nach Hause. Aber diesmal stellen wir ihn auch dahin, wo wir ihn besser brauchen. So, kommt da was? Kommt nicht. Da kommt auch nichts. Und da rauf auf der Straße. Oh, doch mal Licht an. Ist ein bisschen dämmerig. Dann bringen wir den jetzt zu unserem Hof, würde ich sagen. Ich wollte noch mal kurz hier gucken. Wow. Was war das hier eigentlich? Du brauchst einen Lagerplatz. Ob Futter oder Maschinen, dafür kannst du diese Scheune unterstellen. Okay. Konnte man die öffnen? Und dann könnten wir rein, theoretisch. Die kann man sogar öffnen.
Vielleicht nehmen wir die für unseren Mais, den wir lagern. Ich weiß ja nicht, wie viel wir da hinten reinschmeißen können bei den Bauern. Das wäre natürlich gut. Das ist auch nicht weit von unserem Hof entfernt. Aber wir haben natürlich auch eine richtige... Da können wir eigentlich auch hinfahren. Eine richtige... Ein richtiges Lager. Aber das ist so weit weg, ne? Da müssen wir mal gucken. Gucken wir mal kurz auf der Karte. Bauer Lörs. Das war, glaube ich, wo man das Futter mischen kann. Genau. Und wo haben wir denn unseren... die ganzen Sachen gekauft, die waren da unten. Also wäre es doch vielleicht sinnvoll, das als Lager zu kaufen. Da müssen wir uns noch, müssen wir mal gucken. 45.000 fand ich jetzt auch gerade gar nicht so teuer. Gucken wir mal, was wir daraus so machen. So, 11 Minuten hat das schon bisher gedauert. Na, halbe Folge, aber dafür haben wir das ganze Feld mal selber gestriegelt. Und nicht immer Curseplay laufen lassen. So, mal gucken. Dann geht es auch bald in die große Ernte. Ja, unser Mais, da ist schon. Er wächst und gedeiht, das ist sehr schön. So, und dann wollen wir mal gucken. Eigentlich könnte der ja auch draußen stehen, ne? Der so Saatmaschinen und Düngemaschinen, die können drin sein. Nicht, dass da mal Wasser reinkommt, aber sowas kann eigentlich draußen stehen, oder? Noch irgendwo Platz. Ansonsten stellen wir hier ran, ne? Das Gras, da passt da gut hin. Zack. Das ist sehr schön. So. Jetzt wollten wir ein paar Sachen holen. Da können wir, nehmen wir unseren die Mulde. Ich weiß gar nicht, ob ich die hinten dran hängen kann. Wir nehmen den hier mit. Wir lassen das. Den müssen wir auch noch aufrollen, ne? Das machen wir auch noch. Das können wir hier lassen. Das Gewicht lassen wir auch mal hier. Nein, dich behalten wir. Das Gewicht. So. Dich lassen wir mal zum Händler fahren. Kurs Hofhändler. Am ersten Wegpunkt anfangen. Hier vorne. Und du sagst uns, wenn du da bist. So, und jetzt gehen wir mal shoppen. Das erste, was ich machen wollte, bevor ich es vergesse, unter Diverses. Ist er jetzt gegens Auto gefahren? Ah. Jetzt fährt er weiter. Okay. Aktivieren. So. Und weiter geht's. Erstmal Diverses. Erstmal braucht man eine Mulde. 4.000 oder 9.000. 4.000 oder 5.000. Glaube ich, so reichst du eine 4.000er. Nehmen wir mal für Saatgut. Lassen wir die mal rot. Genau. So. Wollen wir uns auch gleich eine nehmen für getrocknet? Das können wir natürlich auch nehmen. Nehmen wir zwei mit für getrocknet. Nehmen wir das, die Farbe. Dann können wir eine nehmen für Saatgut und eine lassen wir zurückstehen mal mit getrocknetem Getreide, das was wir gleich hinterher schmeißen können. Ah, hier sind diese Walze, ne? Was gibt's denn hier alles? Alte Walze, neue Walze, eine alte Walze. Das könnten wir auch mal irgendwann testen, aber das lassen wir uns noch offen. Wasserwagen haben wir, glaube ich. Ein Linde. So, und jetzt geht's erstmal an Drescher. So, Dominator, genau. Welcher war das denn? Der hier. Jetzt haben wir hier, genau, wir hatten zwei. Ich habe beide getestet, aber beide gingen nicht. Das war das Doofe, was mich ein bisschen nervt. Wir wollten den Dominator, genau. Da passt nur... Das war das hier, oder? Dominator, genau. Da braucht man natürlich auch einen Schneidwerkswagen. Haben wir da auch einen extra? Klasse. Das müsste der, glaube ich, sein, oder? Ich glaube schon. Kaufen. Okay, kein Platz mehr.
Okay, dann werden wir gleich mal gucken. So. Zack, zack. Und Händler hoch. So, unsere Mulden. Wir werden erstmal die Mulden mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch hier direkt rankuppeln können. Das glaube ich nicht, oder? Sehr schön. Dann können wir sogar gleich beide Mulden auf einmal mitnehmen. Eine für Saatgut und eine fürs getrocknete Getreide. Wow. So, du fährst wieder zurück. Zum ersten Punkt und sagst uns, wenn du da bist. So. Oh, unser neuer Drescher, Leute. Unser neuer Drescher. Unser Drescher. Sehr schön. Da machen wir gleich mal ein Foto von. So. Okay. So. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen Platz machen. Hier einen Schneidwerkswagen brauchen wir noch. Doch. Genau, das war das Passende dafür. So, ein Schneidwerkswagen. Wir gucken nochmal unter P. Das war das hier. So, Schneidwerkswagen war hier. Das kann ja nur das ein Design. Zack. Testen wir mal. Den müssen wir auch erstmal auf unseren. Wie heißt es? Unseren Hof irgendwo platzieren, ne? Das wird ja noch was. Das kann ja was werden. So, bin ich mir nicht mal ganz so sicher, wie weit ich nach vorne kann. Ist da richtig drauf? Glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob es richtig drauf ist. Es scheint aber fest zu sein. So. Bevor wir das jetzt, wir nehmen aber direkt noch mit, weil wir es auch brauchen für die Ernte. So, Schneidwerke. Welchen hatte ich? Das war der mit 6 Meter. Das war der mit 9 Meter. Genau, wir hatten den mit 6 Meter. Und die Farbe war die, glaube ich. Den kaufen wir jetzt einfach mal. Zack. Ja, farblich passt das schon. So. Dann nehmen wir unser Schneidwerk für Mais und Sonnenblumen auch gleich noch mit. Mist. Bisschen anschieben. Das mache ich eigentlich ungern mit neuen Geräten. So, aber hier testen wir es gleich nochmal, ob es auch wirklich das Richtige war. So, G und X gut ist. Oh gut, es schlägt nicht gegen, das ist sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir es auch gleich komplett senken können. Sehr schön, das passt. Können wir auch zusammennehmen. So, und dann nehmen wir unseren Schneidwerkswagen auch mit. Wow, was ist denn hier los hier für den Verkehr? Okay. Wie kommen wir denn jetzt daran? Ich glaube, den haben wir ein bisschen zu weit nach vorne gestellt, ne? Mist. Okay. Probieren es nochmal, den einmal auch kurz umzusetzen. Zack. So. Oh. Hier ist es. Hier ist auch schon mittlerweile auf. Können wir hier schon verkaufen? Kriegen wir den schon verkauft, dass er auch mal weg ist? Nee. Müssen wir den hier gleich nochmal reinschieben, glaube ich, ein bisschen. So. Schieben wir den mal auch kurz ein bisschen ran. So, und boom. Das war nicht so geplant, aber ist okay. Nochmal ein bisschen. So, dich verkaufen wir jetzt erstmal. Dann bist du auch weg endlich. Das ist sehr schön verkaufen. So. Unser Dominator.
glaube, wir haben es ein bisschen weit nach hinten gestellt, ne? So, machen wir mal ein bisschen weiter nach hier. So sieht es doch schon besser aus. Ich hoffe, es ist auch fest. Dann nehmen wir jetzt unseren... Wow. Was ist denn jetzt los? So, aufsetzen. Ah, farblich hätte, glaube ich, eins dunkler nehmen sollen. Ist aber okay. Ist ja auch neu. Ich hoffe, das passt. So. Ich hoffe, wir verlieren es nicht unterwegs. Ich habe immer so das Talent, dass es hinten immer gegenhaut. Aber das ist die letzte große Kurve vor unserem Hof. Wow, das ist mal ein Ausblick, würde ich sagen. So, aber wir tucken jetzt hier mit 25 km/h zu unserem Hof. Das ist wahrscheinlich euch zu langweilig. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge nächste Woche bei Let's Play LS17 auf der Map Sibasusum. Tschüss!